Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomatennomaden. Herzlich willkommen aus dem wundervoll sonnigen Leonberg. Richtig, richtig schön. Ich möchte in das heutige Video einsteigen. Wer gestern zugeschaut hat, weiß, ich war gestern absolut energieleveltechnisch nicht on point. Richtig schnupfen, richtig down. Noch irgendwie bis 2 Uhr Sachen gemacht. Und jetzt, 13.16 Uhr, ja, knapp 12 Stunden später, bin ich nicht wieder komplett fit, aber mir geht es um einiges besser. Und deswegen möchte ich euch direkt mal als Einstieg meine Notfallapotheke vorstellen, wie ich vorgehe, wenn meine Batterien leer sind und wieder aufgeladen werden müssen. Und zwar 7 Punkte, die mich dabei unterstützen, wieder in meine Energie zu bekommen. Punkt 1, ich schiebe erstmal alle To-Dos auf. So sehr ich davon begeistert bin, auch mal dann durchzuhasseln, auch mal Gas zu geben und auch mal mit nicht vollem Akku auch mal was zu machen, es ist immer so ein schmaler Grat. Man muss es für sich selbst einschätzen lernen. Kann ich da jetzt trotzdem noch durchgehen? Bin ich gerade bei 70% und das ist hinterher wieder okay, auch wenn ich jetzt hier durchgehe? Oder bin ich gerade echt recht down und ich muss erstmal alles wegschieben? Und das ist einfach Übung. Ich kann das mittlerweile ganz gut. Heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte mir so, da geht nichts. Ich hatte jetzt eigentlich um 12 Uhr ein Interview für einen Podcast gescheduled. Habe ich verschoben, so blöd es ist. Aber das ist der einzige Weg, wie ich wirklich wieder in meine Mitte komme, wenn ich erstmal alle Sachen aufschiebe. Für einen halben Tag, für einen Tag, für drei Tage, für eine Woche, für drei Wochen. Je nachdem, wie krass es ist, wie krass leer der Akku ist, muss man sich einfach sagen, es ist sinnvoller, jetzt erstmal die Säge zu schärfen und hinterher mit voller Energie weiterzusägen, als jetzt irgendwie mit einem stumpfen Ding versuchen, weiter den Baum zu fällen. Und wo geht dann die zusätzliche Zeit rein, die wir zur Verfügung haben? Bei mir als allererstes schlafen. Gestern um 2 schlafen gegangen. Eigentlich wollte ich mir Wecker auf um 9 stellen, um wieder Gas zu geben. Um 9 hat der Wecker klingelt. Ich habe gemerkt, okay, nein, die Batterien sind noch nicht voll. Wecker wieder ausgemacht, bis 11:30 weitergepennt. Schlafen ist erstmal der Einstieg und eine Sache, die schon mal richtig viel wieder gerade biegt. Wenn ich merke, okay, mein Energielevel ist nicht on point, schlafe ich einfach mal einen Tag aus und alleine das führt bei mir oft schon dazu, dass es mir weitaus besser geht. Wer mich schon länger folgt, weiß, dass ich der absoluten Überzeugung bin, dass Geist und Körper untrennbar miteinander verbunden sind. Und immer, wenn ich mich geistig nicht auf der Höhe fühle, ist auch irgendwas mit dem Körper los. Und deswegen ist ein sehr, sehr probates Mittel, erstmal im Körper anzusetzen. Punkt Nummer 2 in dieser Hinsicht, Öl ziehen. Ich habe es schon vor einigen Tagen vorgestellt. Holt euch ein Kokosöl. Sesamöl habe ich den Tipp bekommen, soll sogar noch besser sein, habe ich bisher noch nicht getestet. Kokosöl funktioniert auch wunderbar. Nehmt einen Löffel Kokosöl in den Mund und gurgelt es für 10 bis 20 Minuten und spuckt es hinterher wieder aus. Reinigt den Mundraum erstmal von einer ganzen Menge an Giftstoffen, die über die Nacht einfach sich da angesammelt haben. Ihr kennt es, macht morgens auf, belegte Zunge, macht der Öl ziehen, alles wieder in Ordnung. Punkt 4 ist nämlich, und das ist natürlich jetzt nicht das allersexyste Thema oder sowas, aber ist super wichtig und ich glaube, dass ich dazu mit dem Rohkost 1x1 schon mal ein Video gemacht habe. Ich weiß nicht ganz genau, wir verlinken es hier mal. Und falls es nicht verlinkt ist, dann sucht bei YouTube selber. Und zwar eigentlich das Prinzip dahinter ist, dass in unserem Darm halt so viel Dinge am Start sind, die wir, wenn wir normal auf Toilette gehen, einfach nicht rausbekommen. Und irgendwelche Schlacken oder Bakterien und dadurch kann es einem ziemlich scheiße gehen. Genau, und das kriegt man halt durch so eine Sache raus und ich mache das halt, eigentlich sollte man, also ich weiß es nicht genau, ob man sowas regelmäßig machen sollte, aber mir hilft es auf jeden Fall und ich mache es aber eigentlich immer nur dann, wenn es mir schlecht geht und dann hilft es auf jeden Fall. Ja, doch, so alle paar Monate mal einfach machen, auch wenn es einem nicht gerade schlecht geht, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber wenn es einem schlecht geht, dann hilft es eigentlich immer total weiter. Aber dann auch wirklich nicht nur einmal machen, sondern also ihr könnt das ganze Set irgendwo kaufen, wenn in der Apotheke ist. 10 Euro, kann man bei Amazon verlinken. Aber besser eigentlich in der Apotheke, weil da ist es immer billiger. Gibt so eher 1 Liter oder so. Dann könnt ihr das mit Kamillentee oder mit Kaffee machen oder auch einfach mit warmem Wasser. Aber nicht zu heiß und auch nicht zu kalt. Also so mittelwarm ist perfekt. Dann kann man sich noch irgendwelche Probiotika oder Greens reinmachen oder es gibt so verschiedene Techniken und so. Aber das geht jetzt, glaube ich, zu weit. Genau. Sucht mal bei YouTube. Genau, aber macht das einfach mal, sucht euch ein stilles Plätzchen und danach geht es euch bestimmt besser, wenn ihr alles mal rausgeschwemmt habt. Nächster Punkt ist trinken, trinken, trinken. Eigentlich liegt es auf der Hand, aber so viele Leute machen es dann doch nicht. Ob Wasser oder Tee, wenn ihr irgendwie Halsweh habt, dann lieber vielleicht ganz viel Tee, was gut für den Hals ist und sonst Wasser, Wasser, Wasser. Ich habe jetzt irgendwie schon, glaube ich, 2 Liter am Morgen und werde weiter trinken. Und also, wenn es einem echt nicht gut geht, 4 Liter mindestens, finde ich echt, spült halt alles raus. Also im Prinzip gehen alle diese Punkte darauf hin, irgendwie den Körper zu reinigen. Und Wasser reinigt auch den Körper. Nächster Punkt, ebenfalls liegt ja auch auf der Hand, je wasserreicher, desto besser. Also ganz viel Rohkost essen. So. Und wir trinken jetzt hier so einen fetten Wassermelonen-Shake. Da ist einfach nur Wassermelone durch den Mixer gegossen. Und ansonsten Obst. Ganz viele Smoothies, Green Smoothies, Obst,
solche Sachen, irgendwas Wasserreiches, Gemüse. Grünzeug ist halt generell auch geil, weil das halt Giftstoffe bindet und aus dem Körper rausbringt. Also grüne Smoothies sind das Nonplusultra, jetzt gibt es Wassermelone, nachher gibt es grünen Smoothie. Und deswegen keine krass verarbeiteten, keine krass erhitzten und sowas Sachen zu essen. Wenn es nicht gut geht, dann braucht der Körper Dinge. Ich kenne ganz viele Leute, die, wenn sie eben krank sind, irgendwie daheim sitzen und dann irgendwie Weißbrot und Schokolade und weiß ich nicht essen, was halt total kontraproduktiv ist. Und Punkt Nummer 7, der hilft mir zum Beispiel enorm, habe ich auch gerade gemacht so. Ich ziehe mir einfach Hörbücher rein. Ich fütter mein Gehirn mit Dingen, die ich interessant finde so und ergebe nicht die ganze Zeit mich in diesem Denken so, oh, ich bin jetzt nicht gut drauf und so weiter. Ja, stresst euch nicht so, oh mein Gott, ich werde jetzt krank, Panik und ich kriege nichts auf die Reihe, weil dann stresst ihr euren Körper so viel, dann wird er noch eher krank, ja. Also entspannen, sich mit Dingen beschäftigen, die irgendwie schön sind. Die Gang zurückschalten. Ein Stück weit dann ablenken, genau. Ja, 7 Schritte, eigentlich so einfach, haben wir jetzt alle bisher heute Morgen gemacht. Hoffen mal, Robert wird nicht noch kränker. Ja, ich muss nämlich, denn bis zum Wochenende wird es Tomaten schon 500 und so weiter. Genau, und du darfst dich nicht stressen. Ich stress mich nicht, ich bin positive Energie, dass das großartig wird. Genau. Liebe Freunde, heute gibt es die kürzeste Tomatenscheibe. Ich habe bisher eigentlich ganz gut so den Tag irgendwie einigermaßen geschafft, ein bisschen ein paar Sachen erledigt. Aber jetzt geht's ins Bett, Schatz. Ja, es ist jetzt 7:30. Ich mache jetzt Mittagsschlaf, vielleicht schlafe ich durch bis morgen, vielleicht nicht. Bestimmt. Ich mache auf jeden Fall jetzt schon mal Ich wecke dich nicht auf. Aber ich will euch noch eine Sache zeigen. Der kranke Mann muss sich ein wenig ausruhen. Ja. Aber jetzt zeigen wir euch was richtig, richtig Cooles. Und zwar, ich habe heute was richtig Geiles rausgesucht. Und zwar, ratet mal, was für ein Pool das ist. Unser Pool. Und ist der? Zwar sieht das so aus. Oh mein Gott, oh mein Gott. So geil, das ist unsere Hütte in Bali. Hier, darauf werden wir schlafen. Oh Gott. Nein, Schmarrn, das ist Tops. Bett, das ist unser Bett. Das ist alles so schön. 26. Oktober. 6 Wochen. Bis 1. Dezember. Ganzes Haus nur für uns. 5 Wochen U-Boot total und dann wollen wir noch weiter. Ja. Oh. Und sogar hier, Whirlpool außen und Bad außen und so weiter. Seht euch das an. So geil. Ich verlinke mal hier an dieser Stelle ein Bali-Video vom letzten Jahr, dann könnt ihr mal sehen, wie das da aussah. Auf jeden Fall ist es wundervoll und ich wollte unbedingt wieder zurück und jetzt gehen wir nach Bali. Ja! Das wird so cool. Ihr Lieben, in diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Schreibt mir mal einen Kommentar rein. Was macht ihr, wenn ihr nicht so viel Energie habt? Habt ihr noch einen Zusatztipp? Punkt Nummer 8. Hört sich mal rein. Bis morgen. Morgen geht's nämlich zur Tomatenshow 500 an den Gardasee.